Einen zauberhaften Tag wünsche ich euch. Willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich bin die Logan und ja, dieser Kanal und dieses Video wäre nicht real, wenn ich tatsächlich die erste Sequenz von diesem Video schon gelöscht hätte. Das heißt, wir haben 13 Uhr und ich habe euch eigentlich mitgenommen durch den Morgen, mit meinem Sport, habe euch viel erzählt und ich wollte es eigentlich schon auf meinen PC laden, weil es für mich nachher gleich weitergeht zu meiner Freundin. Und damit ich noch ein bisschen Speicher auf meiner Kamera habe, dachte ich, ziehe die ersten Sequenzen schon mal rüber auf den PC. Und wenn ich nicht tollpatschig wäre, habe ich die erste Sequenz gelöscht. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. So ist der Anblick nicht ganz so schlimm, denn da war ich noch nicht geschminkt. Optimiert, sagen wir immer, ne? Also, dann höre ich jetzt auf zu labern und der Vlog geht einfach da weiter, wo die zweite Sequenz war. Ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich habe gute Laune, obwohl es regnet draußen. Das ist nicht normal. Ich wollte euch gerade erzählen, ich war gestern ja arbeiten bei meinem Nebenjob das erste Mal. Und es ist voll schön hier bei meiner Schwester, muss ich gerade mal wieder sagen. Die so, kennt ihr das, die Sendung? Das mit Hausweiß, so wenn die Häuser alle so aneinandergereiht sind. Wieder mit seiner eigenen Familie. Ich bin natürlich Gast nur. zum Ursprung zurück, bevor ich immer wieder den Faden verliere. Ich war gestern arbeiten, muss ja sagen, ich bin gar echt in gute Filiale reingekommen wieder. Ganz toll, so die Mitarbeiter, also meine Kollegen im Prinzip. Ganz, ganz toll. Ich war davor ja in einer anderen Filiale, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Der erste Wechsel vom Bodensee damals hierher. Das war echt nicht schön. Heute bin ich echt mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen, muss ich sagen. Ja, gestern war cool, muss ich sagen. Das ist richtig schön, wenn man gerne so zur Arbeit geht. Also ich liebe es ja, zu arbeiten. Bin ich gestern Abend schon nach Hause, habe nicht mal Fernseher mehr angemacht. Ich habe gleich mit Cooper unten eingeschlafen. Und finde es schön, dass mein Video so gut ankommt. Voll. Die ersten paar Stunden schon für mich so viele. Was ist das denn? Was sind da so laut? Ach so, ha, morgen! Man sagt nicht zurück um morgen. Ja, nochmal von vorne. Oh, schon wieder von abgekommen war. Dass mein Video so gut angekommen ist, finde ich total toll. Danke nochmal. Oh, jedenfalls, ich wollte heute Sport machen wieder. Ich habe ein Sportoutfit an. Das kann ich euch zeigen. Legging-Sportschuhe und Jacke. Und ich bin gestern auch schon geschockt. Also ich habe Sport für mich entdeckt. Das tut mir richtig gut. Ja, dann werde ich euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen was erzählen, habe ich mir gedacht. Der Cooper läuft da vorne weiterhin. Der macht so mal sein Ding da vorne. Und Cooper, komm mal her. Und jetzt macht er gerade seinen Schatten. Ich fahre nachher zu meiner Einbahn oder telefoniere erstmal mit ihr. Dann habe ich gestern leider eine ganz traurige Nachricht gekriegt, dass meine Ziehmutter aus München verstorben ist. Ach, das ist auch so traurig. Ich wollte eigentlich, April hatte sie Geburtstag, am 15. April noch hinfahren zu ihr, weil sie auch eine böse Krankheit hatte, auch schon operiert wurde, sollte dann nochmal ins Krankenhaus. Und ich hatte aber niemanden, der Cooper hätte behalten können für eine Woche, weil die in dem Haus, wo sie wohnt, die Gemeinde, die wollten nicht, dass Cooper da kommt, weil es ein großer Hund ist halt einfach. Das sind ältere Leute, kann man verstehen, akzeptiere ich auch. Ja, dann wollte sie nochmal ins Krankenhaus, sollte nochmal eine kleine OP sein und komischerweise hat sie auf einmal Corona gehabt. Obwohl sie gar nicht draußen war. Einmal war sie, glaube ich, mal draußen. Dann wurde sie wieder nach Hause geschickt. Dann haben wir noch ein bisschen telefoniert, aber der ging von Tag zu Tag, glaube ich, schlechter. Diese Corona-Anzeichen waren dann halt da, keine Stimme, Husten, Schnupfen, Lunge tat ihr weh. Ja. Und dann hatte sie gefragt, ob wir nochmal mit Schweden telefonieren können, weil sie sich ausruhen will. Und von da an habe ich halt nichts gehört. Ja, und gestern habe ich wieder die Nachricht bekommen, weil ich bin gleich wieder. Ich werde sie so im guten Herzen behalten, ihr könnt euch nicht vorstellen, sie ist 80 geworden am 15. Ich hoffe, du guckst mir zu. Ich habe sie damals auf AIDA-Reise kennengelernt und sie war so ein positiver Mensch. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey,
wirklich krass. Also auch, wisst ihr, ich kam auch viel durch in letzter Zeit. Ich habe sie weinend angerufen, aber wenn der Telefonat zu Ende war, habe ich immer gelacht mit ihr. Sie hat mich immer so krass aufgebaut und sie hat mir auch immer das Gefühl gegeben, dass sie mega stolz ist auf mich. Und sie hat immer gesagt, du bist mein Kindchen. Ja, und ich habe immer gesagt, du bist meine Mama. Das ist irgendwie okay, sie hat jetzt das Alter gehabt, aber wisst ihr, sie ist so topfit gewesen. Topfit und so gut aussehen, ne? Also nicht wie eine 80-Jährige. Das ist irgendwie... Ich weiß, durch meinen Beruf habe ich das jetzt gelernt, dass der Tod zum Leben dazugehört. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, die guten Menschen gehen. Das ist irgendwie traurig. Ich will nicht, dass die guten Menschen gehen. Die sollen immer leben. Ich sag mal, sie guckt vom Himmel zu und sie bringt alle da oben, wo sie jetzt ist, bringt sie zum Lachen und macht eine geile Party da oben. Ja. Werde ich immer am Herzen behalten, liebe dich ohne Ende. Ja. Heute telefoniere ich mit jemandem aus der Familie noch, wie denn da irgendwie weitergeht. Mal gucken, ob ich da ein paar Daten kriege. Und dann, ja, kann ich euch ja mal zeigen, was ich nachher zum Frühstück mehr mache jetzt immer. Und jetzt muss ich aber erstmal joggen. Guck mal, ich bin die ganze Zeit jetzt gelaufen und spaziert und bin noch nicht einen Meter richtig gejoggt. Das werde ich jetzt machen. Da hinten irgendwo ist ein See. Seht ihr nicht? Müsst ihr auch nicht sehen. Da laufe ich mit meinem Cooper jetzt hin und dann würde ich mich danach nochmal melden. Bis später, los geht's! Hat man, das bereite ich mir mal vor, jeden Tag. Das Wasser mit Zitrone und Minze. Und zeige ich euch. Auf 1 Liter mache ich immer einen halben Ingwer-Shot rein. Shot. Ganz gesund. Ja. Ich habe auch Kurkuma und Gerstengras und so was alles noch, aber das schmeckt schon räudig, aber wenn es was bringt. Und ich merke es gerade, mir tut es gut. Ich fühle mich wohl, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich 3, 4, 5 Liter trinke. Ich stelle mir das auch wirklich hin, bewusst, damit ich es trinke. Ja. Prost auf die Gesundheit. Ich habe mich jetzt in der Zwischenzeit optimiert, würde ich sagen. Früher, wer meine Videos früher mal geschaut hat, kann sich vielleicht noch erinnern. Ich habe sonntags immer ein Naturally gemacht, also ohne Make-up. Aber ich glaube, da wir immer noch in dieser Pandemiezeit leben, habe ich jetzt für mich beschlossen, dass ich mich wirklich schön mache, damit ich mich gut fühle. Ich habe es nicht nötig, versteht ihr? man optimiert sich halt einfach, ne? Das ist einfach was für sein Inneres, für sein Gefühl, dass man sich gut fühlt. Ja. Und weil heute Sonntag ist, hat sie sich Tonschuhe mit Glitzer ausgesucht. Hier, Leute, schaut mal. Gut, oder? Sind die Sonntagstreter. Nein, also, die hat mir mal in Italien gekauft. Aber ich habe mir gedacht, die ziehe ich heute an. Und dann gehe ich jetzt mal runter und schaue auf mein Telefon, ob sie schon irgendwer gemeldet hat.
So, guck mal, das ist der Kupfer im Hintergrund, mein Liebling. So, und das ist mein Frühstück. Cool, oder? Das Augustblatt, also ich mag's. Ich liebe es. Ja, und natürlich mein Wasser. Schön, ich freue mich. Ich lasse es mir jetzt hier schmecken. Und in der Zwischenzeit schaue ich nebenbei ein bisschen ins Handy, gucke, was so Instagram macht. Ich versuche mir diese, also ich weiß gar nicht, habt ihr die Probleme vielleicht auch? Vielleicht könnt ihr es unten mal reinschreiben in die Kommentare. Also ich weiß nicht, was los ist, aber ich kann die Instagram-App nicht mehr öffnen. Das heißt, ich mache sie auf, ich sehe nur das Instagram-Zeichen und komme nicht weiter. Also die hängt sich bei mir stets und ständig auf. Deswegen bin ich derzeit leider regnet es jetzt so? Nicht aktiv auf Instagram, weil ich gerade nicht reinkomme. Ganz komisch. Nein. Aber eine gute Überleitung wäre zum Beispiel jetzt, wenn ihr Lust habt, mir zu folgen, könnt ihr mich trotzdem da abonnieren. Mein gleicher Name da, Logenblog. Und ja, ihr lasst mir schmecken und genieße in Ruhe mein Frühstück. Aber ich finde das richtig doof, dass es jetzt regnet, weil wir uns eigentlich mit meinen Freundinnen treffen wollten. Und wir wollten eine große Gassi-Runde gehen. Mit dem Cooper. Mit dem Cooper, da ist er ja. Cooper, sag mal guten Morgen. Oder Mahlzeit. Ja. Der Cooper durfte gerade den Magerquark ausschleppern. Der Cooper würde so gerne mitessen. Glaub mir. Ein bisschen Magerquark darf er manchmal. Okay, jetzt von meinem Löffel ist vielleicht nicht so optimal. Wir sind ganz schön. Also mit Brille abnehmen ist meine Fahrbrille, ja. Hier sind ganz schön viele Ampeln laufen. Also normalerweise fahre ich bei meiner Schwester auf der Autobahn rauf, aber Navi hat mir dieses Mal woanders lang geschickt. Wie ist nicht auf der Autobahn, wohnen die auch hier viel. Aber das ist alles gar nicht so schlimm. Hauptsache die Sonne scheint und wir können nachher schön mit euch rausgehen, mit euch. Und mein Freund hat mich auch mal, wie ich es gar nicht bisschen erzählt habe. Ja. Also, was soll ich dazu sagen? Es ist Sonntag und wir sind halt unterwegs und nicht zu Hause. Aber da drüben kommt schon wieder eine Regenwolke. Ich sehe das dann. Ich sehe das ganz genau, ob da eine Regenwolke kommt. Ja, ja. Aber die schieben wir auch einfach gleich beiseite. Und dann scheint die Sonne wieder für uns. War, Schatzi? Leute, jetzt klappt es. Da ist eine große Hundegang. Mein Cooper ist hier. Freue mich. Schaut mal, welches schönes Wetter wir jetzt haben. Hallo. Oh, jetzt hat er sie angeleckt. Oh, warte. So, meine Freundin bringt gerade ihren Hund hoch, weil der Cooper voll angefallen ist, also angegangen ist. Boah, war voll schlimm. Ich habe gerade in der Zwischenzeit, muss mal kurz gucken, habe ich mich ganz nah gesehen. In der Zwischenzeit habe ich irgendwie so gerade meinen Pullover auszuziehen, weil die Sonne so geknallt hat. Und dann hänge ich natürlich wieder mit meiner dicken Nase im Pullover fest, hier so am Kragen. Und meine Freundin hat voll so Cooper laufend so hochgezogen, so, weil die auseinander sollten. Ach, keine Ahnung, ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt. Ja, ich muss auch sagen, eigentlich ist es, glaube ich, weil ich habe sowieso immer Schiss vor anderen Hunden. Wir haben immer Angst, dass mein Cooper gebissen wird. Und sie hat wahrscheinlich auch die ganze Zeit Angst gehabt. Die Hunde haben das irgendwie, wir haben die Angst wahrscheinlich auf die Hunde übertragen und irgendwie ist es voll blöde jetzt. Also sind sie so. Ach, naja, egal. Sie bringt jeweils ihren Hund jetzt hoch zu ihrem Freund und wir fahren jetzt noch ein Eis essen.
Und dann werde ich nachher nach Hause fahren. Habe aber gerade gehört über das Radio, dass auf der Autobahn, wo ich langfahre, ein richtig krasser Unfall ist. Die haben so viele Leute Hunde. Das ist voll krass, ey. Jeder Mensch, den ich hier gerade sehe, der hat einen Hund. Ja. Und da kommt meine Freundin jetzt. Ja. Ja. Wir fahren jetzt los, ein Eis essen jedenfalls. Schlafst du im Blick? Jetzt sind wir wieder zu Hause. Und der Cooper kriegt jetzt sein Fressen. Oh, da tropft der Zahn schon. Pfötchen, Pfötchen. Einmal fein, anderes Pfötchen. Pfötchen, nein, das andere. So ist fein. Und jetzt darfst du. Du hast da sein Fressen. Ja. So, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Es war ein wunderschöner Tag, obwohl ich es erst gar nicht so dachte. Also wegen dem Wetter, muss ich sagen. Ja, schade, dass die Hunde sich nicht so verstanden haben, aber das üben wir. Wir bleiben da dran, ne? Und ja, wir beide würden uns jetzt verabschieden. Es würde uns freuen, wenn ihr natürlich einen Daumen nach oben da lässt oder einen Kommentar. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem Blog und ich denke, wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin und bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Passt auf euch auf. Muah.